So, weiter geht's heute mit der Leitung. Ah ja, was war das für ein Killer wieder mal? Naja, schauen wir mal. Aber jetzt hat wenigstens was Vernünftiges kriegen. Aber wenn ich ehrlich bin, war es gar nicht mal so clever gemacht, was er gemacht hat. Er hat nämlich das Ding aufgemacht und hat er sich daneben gestellt, gewartet, bis der eine rausläuft. Das war ich halt. Aber wir haben den Mann, der Gott sei Dank mal mitgespielt hat. Und es sind Gott sei Dank nicht nur selbstsüchtige Dings drin. Da muss ich mich auch entschuldigen, ich hätte mich hängen lassen, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte mich meinen Arsch gerettet. Markus, hast du deinen Perk rausgenommen, Markus? Ja. Gut. Meine, ein Vorteil hat er, du holst nicht rum, wenn du, also du dieses Rumjammern, was der Killer hört, wenn du verletzt bist. Aber du kannst halt nicht dich komplett heilen. Ja, nur, dass das bei dem jetzt bei der Stufe noch 0% ist. Wie die Schmerzen dadurch verringert werden. Hm. Ich glaube, mein Vogel hat einen Sockenschuss runter an. Man hört es ein bisschen. Dauert das wahrscheinlich jetzt in einem kleinen Moment, dass wir hier mal was haben. Ja, aber ein Killer und ein Überlebender ist immer... Ja, ein Killer, zwei Überlebende ist relativ einfach, aber als ein Überlebender, ne? Naja, so. Schauen wir mal. Ich habe jetzt meinen Autohelfen wieder mal reingesetzt, als... Auch als Überleben, ne? Ich spiele die Map halt sehr gerne. Mhm. Ist auch eine der besten Maps, finde ich. Ja, vor allem, sie ist relativ einfach. Ich spiele halt als Mike sehr, sehr gerne als Überlebende. Wobei das Labor ging eigentlich tatsächlich. Gegen vier Leute macht das auch Spaß. Also das ist, was wir da, wo ich jetzt Killer gespielt habe. Weil du halt den Überlebenden schön in die Ecke drängen kannst. Ja, wie gesagt, ich bleib halt einfach dabei, dass ich weiß, was du meinst. Der Killer viel zu overpowered ist hier in dem Spiel. Ja. Deswegen bin ich irgendwann mittlerweile auch auf Killer umgestiegen. Ich habe jetzt mehr Killer gespielt jetzt in der Zeit als Überlebender. Als Überlebende. Weil Überlebende spiele ich eigentlich nur noch mit euch. Gut, mir fehlt auch die Leute dafür, wenn ich ehrlich bin, wenn ich ein bisschen alleine spiele, spiele ich halt Killer. Ja, ist ja klar, wenn wir das nicht machen. Eigenen Gründen, aus Gründen, die ich halt so jetzt gerade ein bisschen genannt habe, habe ich halt, spiele ich halt nicht alleine als Überlebender so rum. Hm? Das ist der Fallstelle übrigens. Das ist der Fallensteller, was wir jetzt haben. Ja, da hier rechts neben mir liegt eine Falle.
Hm? Nee, die liegt random da. Die kann er sich so mitnehmen. Er ist gerade voller Esser an mir vorbeigelatscht. Ja, der rennt höchstwahrscheinlich jetzt Richtung Generator. Kleiner Tipp, macht die bitte die. Macht die Totems kaputt. Wenn ihr welche findet. Wenn ich welche sehe, na klar mache ich die kaputt, das weißt du doch. Weil sonst dann hast du. Da sehe ich doch schon einen. Ja, ich bin dran an einem. Der jetzt läuft da hinten. Ich habe den Killer gerade gesehen, der ist da, wo unser Generator angegangen ist. Und passt ein bisschen auf wegen hohe Gras und die Fenster hüpfen, ne? So. Ein Totem habe ich zerstört. Ich auch. Es gibt, glaube ich, 5 oder 6. Jetzt suche ich mal hier schnell noch eine Kiste, ob ich vielleicht was Nützliches finde. Kannst du Karten lesen? Ich habe eine dabei. Pass auf, der kommt zu dem Generator, der da jetzt wieder angegangen ist. Ich habe eine Taschenlampe. Warte, der ist bei mir hier. Ich habe ihn bei mir. Er legt eine Falle bei mir hin an den Generator. Ich lasse den mal in Ruhe. Warte, krieg ich das hin mit den Marken? Ne, krieg ich nicht hin. Habt ihr das gerade gesehen, was ich gemacht habe? Nein. Okay. Ich bin hier gerade selber beschäftigt. Wie soll ich denn das sehen? Dass irgendwas rot aufgeleuchtet hat. Ja, ich hab's gesehen. Gut, das sind die Haken und so. Hakengeneratoren. Ich hörte, ich dachte... Ich mach grad noch einen Totem kaputt. Hm? Da ist ein Generator, der leicht angetippt ist. Bitte nicht dran gehen, wirklich, weil... Oder aufpassen, weil da ist, Da ist eine Falle? Ja, da ist eine Falle dran, ja. Genau. Ich weiß noch nicht genau, wo sie liegt. Ja, der kommt hier irgendwo hin. Scheiße. Er kommt hin, pass auf. War das der Generator? Ja, das war der Generator. Ja gut, der Random, der hört uns natürlich nicht, ne? Ich hab den mal ganz schnell bevor die eine, ne? Hm. Das hört der aber auch. Ja, ich war nämlich gerade mit dir zusammen, deswegen. Ah, mein Gott. Pass auf, liebe Leute, wenn ihr auch wie gesagt durchs Fenster springt. Hilfe. Ach, Wolf. Leck dich doch, ey. Ich hab die Falle nicht gesehen. Der sagt so. Ja, wenn der da gut spielt, dann legt er die halt so hin, dass es nicht sieht, so hohe Gräser oder so. Der läuft schon, okay. Tschüss. Sehr schön, Leute, sehr schön. Ist doch der erste Kämpfer. Hm? Ja, bei dem weiß man es halt noch nicht, ob der kämpft oder so, ne? Der Freddy hat es im Hardcore übertrieben. Markus, generatormäßig, wie sieht's aus bei dir? Ich habe nur einen angefangen, mal, aber noch nicht fertig gemacht. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg hier, um Dings zu retten. Ja, der geht. Alles. Ja, ja, ich. Doch, der legt die Falle nur. Alles gut. Der legt die Falle. Direkt vor sie, in das hohe Gras rein. Aber ich glaube, der geht weg. Ja, hock doch nicht hier auch bei mir auf meinen. Oh Mann, Alter, ich hasse solche Leute. Geht ruhig, alles gut. Der Random hat, glaube ich, gerade geholfen, ne? Ja, ja. Ich war auch in der Nähe. Ich war nicht weit weg. Alles gut. Brauchen nur noch einen Generator. Ja. Warte, ich guck mal gerade, wo er ist. Da ist noch einer. Kommt mal in die Garage, in das Haus, da steht einer. Ist einer drin. Ja, muss mal gucken, ob der jetzt auch wirklich weg ist hier.
Er kommt. Ja, ich bin ein bisschen zu nah. Gerade am Bier. Er legt hinter den grünen Wänden, legt er eine Dings rein. Eine Falle. Also ich stehe hier neben, der hat den Random. Guck, wo er den hängt. Ich heile hier gerade mal die Dings. Braucht nicht flüstern! Der Killer hört euch nicht! Sicher! Sag mal, Cola! Der ist aber nicht weit weg noch, ne? Jetzt ist er weg. Also irgendwie macht das gerade mehr Spaß, als wenn wir nur unter uns stehen. Ja, alles gut. Wie gesagt, deswegen hab ich's ja gemacht. Das ist ja auch okay so. Ich hab das ja mit, Sabrina auch mal gemacht, zu zweit. Einfach mal in eine Online-Lobby reinzugehen. Hinter mir, hinter dem grünen Wänden. Wer ist die Fangman von euch? Also Markus ist es nicht. Ja. Warte, Killer könnte kommen. Seid ihr hinter den grünen Wänden liegt, weiter geht's, komm. Mit zwei Mann kriegen wir es ja hin. Wo seid ihr? In der Garage, wir sind fast fertig. Wir haben hier Rasen verkauft. Dann geh ich schon mal. Ja, geh. Alles gut. Dann in die Richtung ist der nächste Ausgang. Der ist rechts von dir. Markus macht den einen Aufgang und wir machen den anderen. Ja. Er scheint keinen Öl drin zu haben. Bei mir ist offen. Der scheint. Ich mach den zweiten. Ich bin raus. War der bei dir? Nein. Okay. Da war. So. Wir sind auch raus. Das war eine relativ einfache Runde. Ich glaube, gehängt hat er wirklich. Hat er noch einen, hat er kurz gehängt. Haben es gut gelöst. Sauber. Ja, vermute auch, dass das ein Anfänger war. Aber es kann auch sein, dass er das erste Mal den Killer gespielt hat. Wir sind 19er. Ja, ganz Anfänger ist er nicht. Sie ist ein Mädel. Brutale Stärke. Er hat wahrscheinlich das erste Mal den Killer gespielt. Weil ich bin auch 19 bei mir. Also das Killer hat man nicht. Oh, Markus auch schon Rang 19. Supi, Leute. Haben wir doch mal gut gemacht, endlich mal alle entkommen. Du dachtest nur Garage, ich sehe da eine Garage, ich sehe da drin. Da steht Garage drin, ne? Ja, ich war mit dem Random dran, dann hat er sich den, bin ich in den Schrank dahinter rein, wo ich auch zu zweit danach reingegangen bin, oder danach auch nochmal reingegangen bin, und da hat sich den Random geholt, dann bin ich wieder an den Generator. Ich stand eigentlich nur in diesem Schrank da drin. So. Gut. Dann gehe ich mal kurz was trinken holen, und dann können wir sofort weitermachen.